instinktiv. Tatsächlich, Orgrimmar Tunnel. Es wird sogar geladen. In den Tunneln unter Orgrimmar haben sich Goblins tief in den Boden gegraben, um dort nach Wasser für die neue Heimat der Orks zu suchen. Obwohl die Goblins meisterhafte Gräber sind, scheren sie sich nicht besonders um die Auswirkungen derart umfangreicher Erdbewegung. Ja, das hätte einem durchaus klar sein können. Boah, seid ihr aber groß! Gaslo sagt, er würde einen Muskelprotz schicken. Habt ihr Goblins denn einen Plan? Natürlich! Wenn ihr uns nah genug zu den Stützbalken des Tunnels bringt, sprengen wir sie in die Luft! Dann sollte diesen Ratten die Decke auf den Kopf fallen und unser Problem elegant lösen. Na schön. Was liegt vor mir? Elegant ist jetzt natürlich sehr fraglich. Ich habe Witterung aufgenommen. Aber drei Säulen kaputt machen, das kriegen wir bestimmt hin. Oh, da können wir jetzt ein paar schöne Gegenstände kaufen. Angriffstempoerhöhung wäre natürlich ideal für einen Krieger wie uns. Mal sehen, wie viel Gold wir noch finden. Nehmen wir erstmal die Kobolde ein bisschen an. Die schaffen wir auch noch so. Mit den Stacheleber ein bisschen zusätzlichen Schaden. Kanischaden. So, der Schaden kann ich schaden, ja? Doppelte Mobilität besser. Ich handle instinktiv. So, dann kommt mal her, ihr Tunnelgräber. Jagt sie raus. Entfesselt die Bestie. Mit Fangzähnen und Klauen. So, hier finden wir auf jeden Fall schon mal. Ich handle instinktiv. Ach, irgendwie nichts. Auf der merkwürdig. Unsere Wege kreuzen sich. Entfesselt die Bestie. Auf der Pirsch. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Gold man hier denn jetzt bekommt. Ich meine, das ist Kapitel 1. Ja, mal. Unsere Wege kreuzen Level 4er, da möchte ich mich eigentlich noch nicht mit drum kümmern. Wer ist hier die Leichten auseinander? Wobei unsere Helden hier tatsächlich ja auch wiederbelebt werden können. Das heißt, theoretisch wäre es wurscht, ob wir gerade verrecken oder nicht. Aber Level 2 könnten wir uns vielleicht noch gönnen, bevor wir uns den Level 4 anstellen. Und vielleicht mal eine Runde heilen. Dann den Erdmal wieder weg. Entfesselt die Bestie. Dürrer Klepper. Entfesselt die Bestie. Auf der Pferd. Jetzt wird's ein bisschen kritisch für unseren. Die Wege kreuzen sich. Ihr seid ein Trick. Entfesselt meine Kraft. Jetzt so viele Schadenspunkte fressen. Dürrer Klepper. Das ist unklug. Entfesselt die Bestie. Sein Kobold-Erdmagier gar nicht mal zu verachten. Ein Wohnen der Heilung wäre mir eigentlich ganz lieb. Hab bis jetzt aber noch keinen einzigen davon gesehen. Unsere Wege kreuzen sich. Das sind zu viele. Ich wandere allein. Was geht ab? Könnte zwar den Randalierer in ihrer Fähigkeit etwas benutzen, aber. Bin zur Spur lieber weniger töten. Oh, rostige Bergarbeiter-Spitzhacke gar nicht gesehen. Chance, dass den Feind betäubt und gibt den Helden Angriffsschaden um 1 erhöht. Ich wüsste eigentlich gern, wo man so Arteibrunnen finden könnte. So, das sind die nächsten. Entfesselt die Bestie. Dürrer Klepper. Jagt sie raus. Meine Beute naht. Und das sollte jetzt auch ein Level Up geben. Mit Fangzähnen und Klauen. Dürrer Klepper. Oder auch nicht. Fast. Entfesselt meine ein Anti-Magie-Trank. Ich handle instinktiv. Auch nett. Oh, weg, 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 weg. Ich wandere viel zu viele, viel zu viele. Ich höre euch, Mann. Was liegt vor mir? Was den Kleinen da mal noch? Zähnen und Klauen. Entfesselt die Na komm her. Kleiner Mann. Jawohl, endlich Level Up.
Dann verbessern wir doch am besten mal die allgemeinen Attribute. Ich habe einen echten Gruß, entfesselt meine Kraft. Wir könnten nochmal einen kleinen oder so locken. Ich habe Witterung aufgenommen. Und den Fünfer kriegen wir auch noch down. Auf der Dann halt den Dreier. Geht sowieso schneller. Jawohl. Einzeln packen wir das besser. Und das muss einer der Stützbalken sein. Er gehört euch, Goblins. Korrekt. Benutzt die Kaboom-Fähigkeit an den Säulen. Bin zur Spurensuche bereit. Schauen wir dem ganzen Spiel einmal zu. Ranzoomen. Boom. Jo, das ja, wäre die erste Lücke gewesen. Die ist gestopft. Einmal gerade Misha. Und finden einen weiteren White King. Zwei Stück sogar. Ersatz für Randalierer Goblins steht in regelmäßigen Abständen in der Nähe des Tunneleingangs zur Verfügung. Ja, das ist auch mal nett. Das hätte mir einer früher sagen können. Dann hätten wir unsere Charaktere nicht so schonungslos gemartert, sondern einfach mal ein paar Randalierer drauf geschickt. Schämt euch. Jagt sie raus. Der macht jetzt Kaboom und dann machen wir weiteres Kaboom. So. Und euch gehen. Hälfte ist weg. So geht das doch deutlich einfacher. Klau des Angriffs 3. Kleinen Goblins sind jetzt uns. Jetzt laufen sie schon wieder weg. So, auf zum Erdmagier. Entfesselt meine Kraft. Und ein neuer Bär muss her. Meine Beute nach. Die Höhle ist, obwohl also auf der Karte sehr, sehr klein ist, doch schon etwas weitläufig. Und da nehmen wir doch lieber einen Lachandalierer noch mit. Rune des Manas, sehr nett. Unsere Wege kreuzen sich. Schaffen wir das Solo? Ich wandere ja. Allein. Was liegt vor mir? Mit Fanzähnen und nochmal eine Klaue des Angriffs. Wunderbar. Auf der Pirsch. Ein paar Goldmünzen. Ich habe Witterung aufgenommen. Und dann lassen wir uns einen zusätzlich bringen. Nehmen auch mal noch einen mit hier runter. Ja? Was? Und nehmen da noch einen hin. Was geht ab? Hallo? Ach du Scheiße, da kommt ja schon wieder eine Horde. Sind tatsächlich neu da. Ja, da kommen ständig neue. Warum nutzen wir das eigentlich nicht zu unserem Vorteil? Ja, was? Hallo? Hört sich gut an. Ja, so, jetzt erstmal hier ein bisschen Abrisskommando, genau. Ab die Post. Hallo? Jagt sie raus. Nice. Auf der Fuhr. So mag ich das. Mit Fangzähnen und Klauen. Und der Voodoo-Kollege ist auch ein Level up. Dann nehmen wir gleich mal auch wieder Verbesserung. Es gibt Ogerhandschuhe plus 3, da tauschen wir doch mal. Kraft kann der Anführer nämlich hier mehr gebrauchen. Nehmen wir den Randalierer nach oben. Und na, ich glaube, wir könnten da oben noch ein paar mehr gebrauchen. Nehmen wir es alle nach oben. Es ist nur lustig, dass da unten tatsächlich nochmal neue Goblins. Da auch schon wieder. Geil. Bin zur Spur. Kann man sich ein paar Erfahrungspunkte natzen. Hallo! Das wird ein Knaller! Was liegt vor mir? Auf der Pirsch. Das war's für den zweiten Eingang und dann gibt's hier jetzt irgendwo noch welche. Entfesselt meine Nur wo? Kraft.
Unsere Wege kreuzen sich. Denn da ist erstmal wieder Schicht im Schacht. Probieren wir mit denen den Weg zu roden. Tatsache. Kleinen wunderschönen Pfad geöffnet und Attacke. Ich könnte mal einen hier noch gebrauchen. Ach, obwohl. Nehmen einfach nur den Schutzbalken. Passt schon. Ah ja, doch nicht so stark. Das war wohl alles. Aber wir sind in der Höhle noch lange nicht fertig. Deswegen nehme ich den letzten, der noch da ist, aber noch nach unten. Scharf und entsichert. Und dann gehen wir alles nochmal ab. Ein paar Erfahrungspunkte und so natzen natürlich. Ja, Kommando. Entfesselt meine Kraft. Sehr gut. Ich wandere allein. Talisman der Vitalität. Energieanhänger. Tauschen wir mal gerade gegen den Auffüllungstrank. Ich wandere allein. Goldmünze noch mitgenommen. Auf der Pirsch. So, das haben wir komplett. Unsere Wege kreuzen. Dann waren da noch ein paar wilde Viecher. Wir werden angegriffen. Bin zur Spurensuche bereit. Entfesselt meine Kraft. Hallo. Bam. Ihr Abrisskommando. Und Geld zusammen kann man hier wirklich einfach jeden umbringen. Hab ich das Gefühl. Für meine Kumpels. Wir werden angegriffen. Was liegt vor mir? Ich habe Witterung aufgenommen. Tatsache, sind fast wieder alle da. Bereit. Ohne der Heilung. Hooray! Jagt sie raus. Ich glaube, da machen wir daneben mal gerade die Kleinen auf Blatt. Entfesselt die Bestie. Führerklepper. Ich wandere allein. Oh, gab gut Geld. Auf der Pirsch. Ich handle noch einmal ein Kommando hier rüber und dann sehen wir, ob da oben sich auch nochmal eine neue Goblin-Brut herumtreiben wird oder nicht. Ich bin gespannt. Erfahrungspunkte technisch wäre das nämlich ein guter Grinding-Platz. Auch was Gold angeht. Wer sich da intensiv mit beschäftigen würde, der könnte damit wohl einiges noch an Geld einkassieren. Jetzt roden wir erstmal hier den Weg. Vielleicht gibt es da noch was. Ja, das sieht mir schon die ganze Zeit so merkwürdig aus. Komm, hoch mit dir. Und. Ich wandere noch nicht wirklich weiter. Noch einen probieren. Das wird ein Knaller. Das ist einfach nur ein Weg bis da hoch. Blöd, dass man das nicht einsehen kann. Thralls-Fähigkeit mit Scharfseher oder Hellseher wäre hier sehr nützlich. Ich habe Witterung aufgenommen. Oh, schon wieder nur. Ja, ich nehme jetzt mal alle drei. Ich glaube, das ist wirklich nur ein Übergang. Obwohl. Na, mal gucken. Das geht ab. Für meine Kumpels. Ihr Abrisskommando. Hört sich gut an. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich recht hatte. Ab die Post. Für meine Kumpels. Total unnötig. Gut. Unsere Wege. Gehen wir nach oben. Ja, was? Hallo? Geh mit dem mal darüber. Was liegt vor mir? Dass hier ein paar neue sind, wissen wir ja noch. Fangzähnen und Klauen. Ihr Abrisskommando. Aber genau hier sollte nichts mehr kommen. Bin zur Spurensuche bereit. Genau so scheint es auch auszusehen. Ich wandere allein. Zauberstab der Negation, das heißt eine Aufhebung. Ich bin so groß wie Heilen wir mal eine Runde. Vor mir.
Ich habe Witterung aufgenommen. Und Asios. Muchachos. Entfesselt die Bestie. Unsere Wege. Haben wir die Höhle mal so circa abgeräumt und. Nee, kaufen wir uns hier noch was? Zum Beispiel Trefferpunkte, 300. Wie viel gibt es nochmal? Saulit, 150, die Hälfte. Na, ah, haben wir fast. Können wir leider gar nicht nutzen, haben wir zu wenig. Wir könnten halt den noch opfern dafür. Lasst euch Zeit. Schaut euch um. Oder Angriffstempoerhöhung. Das wäre theoretisch eines der interessanteren Items. Gleich mal eingepackt. Und dann gehen wir mal da durch. Wieder ins andere Gebiet. Ich wandere allein. Irgendwie. Jetzt.